Auch das gehört zum neuen Schuljahr wie Hausaufgaben und Pausenbrot. Zumindest für die Schüler, die jeden Tag mit dem Bus zur Schule fahren. Und das sind in Bocholt schon einige. Ja, also es drängeln halt alle zu den Türen und dann werden die aufgemacht und alle versuchen sich reinzuquetschen und einen Sitzplatz halt zu bekommen. Und es ist halt immer ziemlich eng. Und gefährlich. Erst im vergangenen Jahr wurde ein Schüler beim Einsteigen in den Schulbus schwer verletzt. Aber auch in den Bussen herrscht schon mal der blanke Nervenkrieg. Oder besser gesagt herrschte. Denn dank sogenannter Busbegleiter hat sich das in den vergangenen 10 Jahren deutlich gebessert. So lange schon besteht das Busbegleiterprojekt der Stadt Bocholt, der Polizei, DEKRA und der Busbetreiber. Und auch heute ernannte Bocholts Stadtrat Thomas Waschki 16 neue Achtklässler, die ihren Dienst aufnehmen. Es hat sich gezeigt, dass in den letzten 10 Jahren die Beschwerden in den Bussen geringer geworden sind und deshalb führen wir das jetzt jedes Jahr wieder durch. Damit die zumeist 15-jährigen Busbegleiter wissen, wie sie ihren Mitschülern helfen und auch mal ermahnen können, gab es jetzt eine 2-tägige Schulung mit der Polizei und einer Sozialpädagogin. Mit Rollenspielen für den Schulalltag. Ja, halt, wenn da jetzt so kleine Kinder von Älteren so geschubst werden oder ähnliches, sind wir halt dafür verantwortlich, dass wir dafür sorgen, dass die älteren Kinder aufhören, die kleineren zu ärgern, weil die können sich ja kaum wehren gegen die Älteren, weil die keine Chance haben. Oder wenn jemand eine Tasche auf dem freien Sitzplatz hat, dass jemand sitzen möchte und der ihn nicht lässt, dann können wir dazwischen gehen und sagen, dass er auch mal sitzen möchte. Ja, dann nimmt er auch, glaube ich, den Schulturnister auch runter. Ja, und das halt sich auch so Kinder im gleichen Alter dann nicht so im Bus prügeln oder so. Bei ihren Mitschülern werden die jungen Busbegleiter sogar noch eher akzeptiert als etwa Lehrer oder Busfahrer. Schließlich sind sie ja auch ihre Vertrauensperson. Etwa wenn ein Störenfried, ja sogar der Busfahrer selbst, mal einen besonders schlechten Tag hat. Die Schüler uns halt alle sagen können und dass wir halt so eine Vertrauensperson halt für die einzelnen Schüler sind und halt, wenn es Probleme gibt, halt auch einschreiten können. Also ich denke, wenn sie wirklich Probleme haben, dann ist denen das eigentlich ziemlich egal, wer sie jetzt da gerade anspricht. Und ich glaube, dass sie dann auch darauf reagieren und uns auch halt also sich helfen lassen und uns dann auch respektieren und uns ansprechen. Ein dickes Lob für ihre Arbeit gibt's auch von der Polizei. Zumal die Busbegleiter ihre Verantwortung ernst nehmen und wie zuletzt in einem Fall in Lohwig mit kleinen Gesten Großes leisten. Und zwar hatte am ersten Schultag ein Grundschüler seinen Bus nicht gefunden und ist in den falschen Bus eingestiegen. Seine Mutter hatte sich an dem Morgen leider im Haushalt leicht verletzt und konnte ihn deshalb gar nicht zur Bushaltestelle bringen. So hat die Einweisung nicht stattgefunden und dann haben die Busbegleiter gemerkt, irgendwie ist der Junge hier falsch untergebracht und haben ihm geholfen. Und die haben ihm also erklärt, in welchen Bus er steigen muss. Aber nicht nur das, die sind also dann mit in den Bus eingestiegen und haben dafür gesorgt, dass der heil an der Schule angekommen ist. Nur ein Beispiel von vielen, die zeigen, wie wichtig die jungen Busbegleiter sind.